Hallo und herzlich willkommen bei GTA Online, wo Tobi jetzt die Anmoderation übernimmt. Hi. Ey, der Tobi hat sich letztens schon darüber beschwert, dass wir nicht immer sagen sollen, der Tobi übernimmt die Anmoderation. Ja, natürlich. Da mussten wir das vorher sagen. Einer muss doch der Arsch Tobi. Sein. Tobi. Einer Tobi. Muss doch der Arsch sein. Ja, der Affenjunge, der tut mich immer mobben. Bring mal dein Cindy Chantal. Ne? Du bist heute Tobi. Die ganze Folge, ist deine Challenge, wie Cindy Chantal zu reden. Oh, wie spricht die denn? Keine Ahnung. Ja, was ist das denn? Was ist das denn hier? Was ist? Also, er hat ja wohl eine höhere Stimme, oder? Nee, hab ich nicht. Mann, Tobi! Halt die Fresse! Mann! Alter Hagelbomber! Achso, ja, wir machen ein Rennen mal wieder, aber diesmal, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es wird. Ich hab das nur gesehen und dachte, ey, das müssen wir mal machen. Alter, den Maul geh ich mal rasieren, Junge! Bitte was? Was? Du hast von der Schraube. Der höchste Jump in GTA. Und der ist ziemlich schwer zu landen, wie ich das sehe. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, ehrlich nicht. Aber auf dem Bild sah es geil aus. Ich dachte, wir probieren es mal. Another jump that covers quite an impressive gap. Yeah. Munition für alle kaufen. Das heißt, es wird gefightet. Schwerste Panzerung kaufen. Aktiv. Der will auf die Fresse. Das ist ein GTA, ne? Der kriegt auf die Fresse. Lalalala. Oh, geil. Ach du Scheiße, was ist das denn? Alter. Was ist das denn? Oh. Die löse ich da nochmal aus. Das war die Rainbow Road. Ich weiß es nicht. Die Rainbow Road. Keine Ahnung. Erkannt, die Rainbow Road. Das waren noch Zeiten, ne, Kami? Echt. Boah! Alter, wie löst man das nochmal aus? Ich hab keine Ahnung. Was muss ich machen? Was muss ich tun? Landen. Waffen sind freigegeben. Bams! Boah. Das Auto, das überlebt. Alter, nein, nicht backen. Scheiße. Ich hab den falschen Wagen gewählt, der war fast nicht unbedingt so speedy. Oh, dachte, fuck! Nein, da kann der Dolger nicht so schnell sein. Leck mich doch. Boah, was geht denn hier? Alter! Boah, wer war das? Wer war das? Oh, Benny! Alter! Ich bin wieder oben drauf, ETF! Was? Nein! Oh mein Gott! Welch Spannung bei diesem Rennen, liebe Tobi, Freunde. Du musst jetzt viel erzählen, damit du dich nicht konzentrieren kannst. Der Spieler, der Sarazar ist verkackt. Ach, das ist unser Problem, mein Grund. Ne? Wir quatschen zu viel. Ich bin jetzt natürlich. Der Tobi, Alter, der überholt mich ja, Tobi, die kleine Flunze. Ja, wenn ihr euch da am Kabeln seid. Oh, wir kabeln uns gar nicht. Nicht? Ich könnte euch auch einfach beide wegsprengen. Nein, du siehst Kabelst du? Oh Gott. Nein, Tobi, das kannst du nicht. Bitte, ich kann mit dir Alter! Oh, du Drecksack. Ja, Mann. Soll ich landen gerade? Bin wieder da. Oh. Alter, welcher Wichser. Alter, Walli, ja, weil du mir nach vorne reinfährst, du kleiner... Ja, vorne rein. Du Homo-Fürst. Hör auf mich zu schießen. Boah, du kriegst so den Arsch voll, kleiner Mann. Oh, Mann, Alter. Das kannst du deinem Gustav erzählen. Scheiße, verkackt gerade. Ja, ich weiß, und das kriegst du recht. Siehst du kriegst den Arsch voll, hab ich gesagt. Weil du so aggressiv gespielt hast. Wer sind die beiden da vorne? Das sind der Benny und der Tobi, glaube ich. Ja. Also ich oh nein, das ist das Ziel. Nein, ich wollte die Balle gerade weg. Ja, du Loser! Guck hier, du Loser! Wie kann man eigentlich die Waffen auslösen, sag mal? Linker Bumper. Nee, ich hab den Grund ganz nie funktioniert. Hat nie funktioniert. Willst du mal ein Rennen fahren? Gegen's? Kann ich machen. Weißt du was, ich lass mal den Timbo. Wir machen nochmal eine Wiederholung, dann lass mal den Timbo fahren, ja? Ja, cool. Ja, da können wir noch ein paar Mal fahren. Was sagst du, geile blonde Sau, die neben mir sitzt? Was ist das denn? Genau, das ist cool. Geile blonde Sau, die neben Alter, mir sitzt? Alter, Tobi, was ist das für ein Finger? Ui. Wie benimmst du dich denn in letzter Zeit? Das ist der Pärfinger. Achso. Du nicht mal. Das war der Hamburger Fischmarkt. So. Boah. Was? Soll ich was drücken? Alter. Was? Ich brauche Anweisungen hier. Also, ich erkläre dir was. Du musst Gas geben. Aber hier, in dem Bildschirm? Ja, wir waren Dritter. Immerhin, war gar nicht so schlecht. Also, wir haben gefightet. Oh und der Gronkh, der tu nicht gut, weißt du, der hat sich angeditscht, hast du ja gesehen eben gerade. Du warst Zeuge, ne? Auffällig ist, dass die beiden Sieger das gleiche Fahrzeug haben, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich das ist der Entity. So wie, ja, so wie Debitor, der hat dann das gleiche Fahrzeug. Nur Debitor kann ja fahren. Debitor. Ja, das stimmt. Ich zeige euch jetzt, wie ich fahren kann. Doch, der Debitor hat auch gute Zeiten, manchmal hat er einen guten Run. Ja. In den letzten Folgen nicht so. Mal Wiederholung, einmal auf Wiederholung. Ja, ich guck mal ganz kurz. Ich hoffe, da joint jetzt nicht irgendwer von außen wieder zu. Nee, glaube ich nicht. Ist doch nur sechs Places. Ist doch nur sechs du kennst doch, du aber kennst stimmt, doch. Aber stimmt, ja, stimmt, GTA, wir kennen es alle. Oder es läuft nicht. Ich sehe ein Ladebildschirm. So, da ist gut. Noch sieht's gut aus. Ja, da dreht sich was. Aha, ja, komm, Timbo. Ey, jetzt lass doch mal den Timbo spielen hier. Meine Xbox braucht ein bisschen länger. Das heißt, ich habe eine Chance, nein! Benny!
Absolut. Nein, bin ich nicht reingekommen. Und Playmassive auch nicht. Benny und Walle sind raus. Playmassive ist nicht reingekommen. Das ist doch... Walle tritt nicht. Nee, ich bin drin. Hä, wir sind drin hier. Warte, Benny. Nein, ach, Noda Rider. Mann, verpiss dich doch mal. Boah. Bah, das ist doch mal ätzend. Schon vor der Aufnahme die ganze Zeit so ein dieses GTA-System. Hey, Grunk, stell doch die Spielersuche aufgeschlossen. Hast du das immer noch nicht gemacht? So, ich glaube, ich muss den Noda Rider. Der hat mich übrigens vorhin erschossen, als ich irgendwo auf dem Server war. Da war ich gerade AFK, hey, komm ich wieder. Okay. Ja, der ist ja, aber eigentlich in Ordnung. So. Ne, überhaupt nicht. Ich hab privat gezockt und dann hat er mich auch die ganze Zeit abgeknallt. Voll ja, da muss er mega in Ordnung sein, der Typ. Ja gut, beim Dennis kann ich das verstehen. deswegen ist er ja nicht in Ordnung. Nur Ryder hat verlassen. Ja, ich hab den mal. Ryder wurde verlassen. Ja, der wurde verlassen. Und jetzt laden wir schnell den Benny ein. Das wird jetzt sich jetzt nur um Stunden handeln können. Deswegen muss der Timo jetzt seine kleine Geschichte erzählen. Benny, was ist deine Einladung? Bitte nimm die an. Habt ihr Fragen an den Timo? Stellt sie jetzt. Treten bei mir. Der Dennis hat eine Frage. Warte mal, kurz ruhig. Was ist, Benny, was ist los? GTA Online wird betreten, steht bei mir immer noch. Also ich bin halt jetzt rausgeflogen aus der Sitzung, komme jetzt wieder auf den normalen Server und dann kann ich... Okay, sag Bescheid, dann schmeiß ich den Skillex raus. Der war ja, wir auch schmeißen so lange raus und derzeit stellen wir dem Timo Fragen. Der Dennis hatte eine Frage an den Timo. Fragen Timo mal. Timo, wird der FC diese Saison aussteigen? Ja. Soll ich noch mehr zu sagen? Ja, da ist ja... Ich habe auch noch eine gute Frage. Voll die persönliche Frage. Ich habe eine gute Frage. Regst du dich auf ein bisschen? Ich reg mich über dieses GTA-System auf, weil das so behindert gemacht ist. Ich habe noch nie beim Online-Spiel so ein behindertes Lobby-System gesehen. Ich habe noch eine Frage an Timbo. Regst du dich auch auf? Nee, ich finde das ganz lustig sogar. Wie der Erik sich aufregt, ja. Boah, Alter. Ich muss ja immer diese ganzen Jobs, dann hast du immer den gleichen Scheiß. Irgendwann willst du einfach nur noch in die Programmierzentrale laufen und machst du den hier. Ey, hau mal lieber den Tundra-Golf. Ja, was denn? Ich muss mich komplett neu verbinden. Mach das Rennen schnell, das dauert 2 Minuten. Ja, das stimmt eigentlich. Da recht. Ja. Gut, machen wir das mal. Benny, du bist ein weiser Mann, Benny. Guck mal, der Tundra-Golf.de ist bei der Panzer United, glaube ich. Was heißt die 134 da beim Tundra-Golf? Der hat Level 134 und die alle sind Spasten. An meinem Steuerknüppel, jetzt hier aus dem Perspektive zu sehen, nicht ich, der Fahrradsass, sondern der Timbo. Bitte was? Der Timbo hängt an deinem Steuerknüppel? Ja. An seinem Pimbo. Wird das Gaspedal nicht zu hart? Mit Motorrädern? Ja. Wie sollen wir denn? Wir sind doch alle tot, wenn wir runterfallen. Muss ich auswählen? Sind doch alle tot, wenn wir runterfallen. Ihr habt mir nachplappert. Nun, wenn ich Papagei brauche, kaufe ich mir einen. Hey, Tobi. Riech mal. Ist nicht lustig. Kommen wir jetzt zum Spielen? Jupp. So, also ich. Heißes Pink. Das sind die anderen. Heideltraut wirkt irgendwie deprimiert, ne? Und ey, der ganz ehrlich, Levito, bist du ein Mann oder eine Frau? Das ist ein Mann, Mann. Ein Mann, Mann, Mann. Ein Doppelter sogar. Ja, krass, oder? Krass. Ja, der hatte sehr krasse Eltern. Wette mal auf Tundra, Wolf. Ich glaube, das könnte sich lohnen. Soll ich darauf wetten? Hm. Wie viel? Nee, komm, egal. Alter, wie wir jetzt alle sterben werden, das wisst ihr, ne? Auf keinen Fall. Ja. Alter, wir werden alle krepieren, wenn wir hier runterspringen. Ey, das Geilste ist, der Timbo ist noch nie Motorrad gefahren im Spiel. Ich springe auf einen von euch. Timbo, du schaffst das auch nicht. Der wird dann gehasst. Lass jetzt erstmal alles vor. Drück dem Timbo nochmal in den Kommentaren die Daumen. So, er geht Gas. 3, vor allem diese Dinger sind 2, Speed-Teile, ne? 1. Jetzt kann ich ja wenigstens mal euch voll quatschen. Wow. Ja, Mann, guter Start, Timbo, geil. Ja. Dominator, er segelt vorbei. Timbo. Auf der 2. Alter, nicht auf die Hauskante, nicht bitte. Auf die Hauskante. Bitte, nein. Bitte. Alter, da muss ich lang. Was für ein Unglaublich. Das ist GTA. Geil, Alter, geil. Ich hoffe, ihr du bist Erster. Wir starten ja alle wieder oben. Ja. Das wird natürlich werden. Alter, du bist super dran. Fahr. Ich weiß nicht, wo. Da drüber, geradeaus. Ey, Timo. Falsche Richtung. Geradeaus. Kann man gar nicht beenden. Die falsche Richtung. Jetzt rechts. Nein, nicht in den Park. Boah, Alter. Mal rechts, die nächste. Ich komme überhaupt nicht runter. Rechts, links. Ich sterbe immer. Du vergessen. Ja, Mann. Geil, Timo. Hat's einer geschafft hier unten? Ja, Timo ist unten. Ich weiß aber nicht, wie er das gemacht hat. Wie geil ist das denn? Der Timo. Ah, Leute. Hey, Timo, wie hast du das denn gemacht? Ey, der ist hier. Der ohnt euch alle zum ersten Mal. Alter, ich sterbe immer. Ich hab auch. Aber wie? Du musst am besten in das Haus reinspringen, musst du. Damit in das Haus reinspringen? Ja, am besten. Selbst der Debitor hat's geschafft. Alter, ich komm nicht runter. Boah, wir haben immer. Vorderer zuerst aufkommen. Wenn sie zwar doof waren, der Vorderer zuerst aufkommen. Ja. Alter, Timbo rockt das Ding hier, Nummer 1.
Timo, drück mal Y. Also, nee, also gelb, da hast du wir machen das jetzt bei Gelb. Das Lustige ist ja, dass ich nicht mehr weiß, was Y wäre aussteigen. Drück mal Nein. Gelb. Hast du Nitro? Timo, drück Gelb, hast du Nitro? Ich bin so konzentriert, ich kann nicht nach unten. Boah, der fällt gut. Du musst den oberen Knopf drücken, das ist Nitro. Ab sofort spielt der Timo mal für mich und ich kommentiere nur. Boah, was war das denn gerade? Knopf drückst. Ah, so, okay, ne? Pass halt auf, da muss ich konzentrieren. Nicht zu viel lenken jetzt? Genau. Nee, Alter. Sehr schön. Tobi? Ja? Bist du schon vom Haus runter von dem Ding? Nö, ich sterb die ganze Zeit. Ich auch. Jetzt, weiter geht's. Du bist ein bisschen blöd vor gerade. Ich auch. Nein, da konnte ich nichts machen. Alter, geht jetzt weiter, konzentrier dich. Weiter geht's. Du musst nochmal springen. Du musst über die Sprung schauen. Nee, ich fahr daneben, oder? Ja, es geht. Gute Idee. Alter, da unten liegen schon zig Motorräder von mir. Sehr gut, die anderen werden alle sich in den Tod springen. Ja, Motorrad ist schwer, da. Alter, rockt der Timo das mit der Nummer 1. Was? Aber da muss man auch sagen, da waren die anderen jetzt aber auch nicht so stark. Ey, die anderen sind halt, ja, das ist halt nichts. Herr Sportsmann, der Timo. Alter, wie geil. So, ich verabschiede mich damit, ich bin durch. Ciao. Wie geil ist das denn bitte einfach so? Wie geil. Der hat Skill. Scheiße. Timo, ey. Hey, Tobi, na, wie geht's dir? Alles cool über dir. Ja, muss ja. Ich spring mal ab und flieg mit dem Fallschirm. Ja, Tobi, mach das Idee. Mal. Und mach ich auch. Ja. Unten machst du dann Respawn. Timo, hast du einen Fallschirm? Motorrad. Ja. Nee, ich nicht. Doch, spring mal. Einen musst du haben. Nee, ich hatte keinen. Oh, scheiße. Du wirst da oben versauern. Nur die Frage, ob ich ein fahrbares Motorrad finde. Nein, Alter, die Hauskante, ich krieg die Hauskante einfach nicht. Jetzt kann mir nicht mehr jemand anderen. Nee, ich bin gelandet. Ich bin auf so einem Grund gelandet. Ich weiß aber nicht warum. Das Rennen ist jetzt gleich eben vorbei. Ich bin vielleicht gegen ein Haus geflogen. Ach, aber Debitor ist direkt hinter mir reingekommen. Tobi! Debitor war ja auch. Ja, komm, wir starten das Rennen. Ja, geil, endlich geht's los auf unseren Channeln. Boah, den Timo hol ich noch ein, ich schwör's. Überrunden. Alter, ich hätte auf dich wetten sollen, Timo. Wieso hast du es nicht gemacht? Du bist ein toller Freund. Guck mal, was der für eine Karre fährt. Mit dem Gronkh. Hm? Double T. Ja, das ist geil. Was denn? Ja, ist gut. Was denn? Aber da muss man... Wieso fahren die dann voll gerockt? Ja, geil, Alter. Geil. Ich war so schnell, Alter. Der Timo fährt jetzt nochmal. Kann man das auch mit Fahrrädern machen? Oh, zu Fuß einfach. Muss aber echt abspringen. Kannst du, jetzt mal ernsthaft, kann man das auch mit Fahrrädern machen? Alter, ein Wettspaziergehen, geil, Alter. Nee, mit Fahrrädern geht, glaube ich, nicht. So, was drücken hier? Boah, der Tundra-Golf, der hat ja nie beendet. Oh, der gibt einen Daumen runter. Boah, kann ich das bei Facebook teilen, das Ergebnis? Nochmal Wiederholung, oder was? Nee, es geht leider, ist technisch leider nicht möglich. Wollt ihr noch eine Wiederholung, oder wollt ihr was anderes? Nee, das muss man normal, das war ja, was war das denn? Also so nicht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Was gibt's denn da alles für Fahrzeugklassen? Sag ich dir gleich nach dem imposanten Ladebildschirm. Also wir haben Motorräder, haben wir gerade gehabt. Geländewagen ist auch gut. Nutzfahrzeuge. Fahrräder! Ja, mach mal Fahrräder. Fahrräder ist nice. Fahrräder? Fahrräder? Kriegen wir vielleicht den Benni noch mit rein, weil der... Na okay, jetzt schon wieder vorbei. Benni? Ja? Bist du bereit? Ja, wenn du mich einlädst. Dann muss ich den vorher den Skillex rausschmeißen. Und den Tundra. Weil eigentlich sind das jetzt 7 und obwohl die Lobby nur für 6 ist, BTF. Dann ist der Walle nicht rein. Nein. Toll. Ich bin nicht mehr drin. Das klappt ja. Aber ich bin auf dem Hausdach, glaube ich. Volle Wurst. Die Falle! Was ist da los? Hey, Falle, wie geht's dir? Valentin! Geil, ey, Alter, ich bin einfach ausgelockt worden und dann im freien Fall befinde ich mich und bin tot. Wieso kann ich jetzt die Leute nicht mehr bestätigen, hä? Weil das Rennen schon startet. Ja. Okay, geh mal raus oder was? Ja, geh mal raus. Verlass mal den Job. Tut mir leid. Würde ich gerne weitermachen, aber diese... Schade, mit sind wir draußen. Diese super programmierte GTA-Scheiße. Ja, ich merke, das klappt super, ne? Ja, ist echt immer wieder ein Grund zur Freude. Pass auf, Freude jetzt. Pretty, pretty. Juhu! GTA! Hallo, wir programmieren GTA-Server. Ich bin 3 Jahre alt und total behindert im Kopf. Das reicht für meine Einstellung. Oh. So. Ich reg mich doch nicht auf. Wieso bin ich jetzt auf dem Hausdach? Der Tobi müsste eine geschlossene Sitzung machen. Lad mich mal ein, bitte, Tübi. Tübi. Ich komme aus Tübi. Hast du ein Tütü an Tübi? Oh, guck mal hier. Oh. Oh ja, ich bin auf dem Dach. Oh, also, wir sind alle auf dem Dach irgendwie, aber ihr seid woanders. Ich bin gerade im Singleplayer. Wie jetzt Tennis mit Amanda, bis der Tobi mich Ich bin hier mit folgenden Leuten auf dem Server. Kenne ich, glaube ich, alle nicht. Nee, ich auch nicht. Bei mir heißt einer Afterdener.
Oh, Rumpel spielt auch? Kannst du mich auch hermachen? After Dena, was? After Dena 777. Ich kenne nur Dena, der macht so Minecraft-Krams mit ungespielt und so. Ja. Das war nicht der, ne? Nee. Er dehnt sich noch. Oh Gott. Also mein Charakter hat sich gerade echt gedehnt vom Tennismatch. Oh. Mhm. Boah, Alter, wie ich hier nicht stehen möchte gerade. Ein Satz reicht. So. Ich bin tot gegangen. Warum spielst du jetzt Tennis? Was bist du gegangen? Ich warte, bis der Tobi mich einlädt, dann komme ich sofort. Ich bin Batman. Oh. Die Amanda ist keine Chance. Okay, ich kann mich einladen. Mich kann man auch einladen, gerne. Dauert noch einen Moment, geht ja nicht. Mach nochmal den Song, bitte. Okay, warte mal. Komm, ich hab mich so gefreut. Nochmal, komm. Ja, Mann! Nochmal! Ist schon Ende, war das jetzt? Nochmal! Nochmal! Okay, warte! Nochmal, Gronkh! Nochmal! Nochmal! So sieht's aus. Nochmal! Oh Gott, hör. Gronkh, nochmal! Kinder? Jetzt ist aber gut, sonst müsst ihr ohne Abendbrot ins Bett. Der Abendiener kommt sonst. Herzlich willkommen bei GTA Online! Ey, Tobi? Du kleiner, tu nicht gut, hm? Ich bin gerade ein bisschen seid ihr eigentlich wieder in der Sitzung? Und geht los? Bin mir nie wieder auf Kopf. Was machen wir jetzt mal eigentlich? Nee, was machen wir jetzt eigentlich? Ich lade euch gerade ein. Ach so. Ja, lad mich ein. Hä? Lad mich ein und lad mich aus. Die Gefühle müssen raus. Oh Gott. Mama macht mal wieder Tweet, Alter. Hey, Tobi möchte, dass ich GTA 5 spiele. Hat der mir auch geschrieben. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der scheint einsam zu sein. Ich glaube auch. Was? Oh, ein Punkt gewonnen. Das ist ein guter Punkt zum Aufhören, ne? Komm, Tobi, mach's wieder. Was? Oh, sollen wir Freunde? Peter! Oh, da wollte jemand Freunde mit mir werden. Hast du eine Einladung gekriegt? Nö. Ich komme rein, Tobi. Was? Ich komme rein. Achtung, ich komme. Ich glaube nicht. Oder ich guck mal eben. Nee, nur von Gerald. Bitte was? Ey, dieser Song war so gut. Ja, ne? Ja, hast du noch so einen Alternativ-Song auf der Platte? Warte. Gib uns einen. Warte, nee, ich muss erstmal Dicke bespringen. Oh, du musst erstmal Dicke. Bleib doch mal stehen. Oh, bleib mal stehen. Bleib stehen. Immer noch nicht. Bleib stehen. Oh, echt nicht? Guck mal in deine Xbox Live-Nachrichten. Xbox Live. Dazu sage ich nur: Freunde. Mist, ich kann ihn nicht mounten. Oh, jetzt ist er hingefallen. Ich bin in der Dusche. Ich auch gleich. Wer will meinen virtuellen Charakter nackt duschen sehen? Der Tim auf jeden Fall, der guckt hier schon so ganz gespannt auf den Monitor. Nicht auf sein Handy, weil er zufälligerweise gerade eine SMS bekommen haben könnte. Von wem denn, Timbo? Timbo, von wem denn, Timbo? Eine Anfrage, wahrscheinlich von einem Fan von euch. Wow. So was hab ich gar nicht. Ja. Nee, ich besitze keine Ventilatoren. Warum legt die sich denn immer hin? Oh, das ist was für Gymnasiasten. Ich bin übrigens jedes Mal wieder... Erklär mal. Achso. Mach mal einfach. Ein Fan ist ein Ventilator auf Englisch auch. Achso. Oh, wir hörten da so gute Musik, ist das GTA-Mucke? Jo, natürlich, du kleine Bong, was tust du da? Was? Nichts! Bitte fahr weg, Dennis, ich brauch keine Zeugen. Aber irgendwie ich fahr das jetzt einfach nochmal aus. Warte, ich hab dich gleich. Oh, mein kleiner Cupcake. Oh, Alter. Ich bin jetzt auf derselben Karte wie du. Wer schießt denn da? Niemand. Teste die alte mal ein, warte mal. Ach, du hast die Einladung jetzt, okay. Nee, leider noch nicht.
Wir sind ja nur hier in der Lobby. Wir sind nur hier in der Lobby. Jetzt noch Motorrad-Action. Guck mal, die weiß gar nicht wohin. Das macht so einen Spaß, ich weiß nicht warum. Guck mal, wie doof die ist, Alter. Warte mal. Ah, da war der Atom. Oh. Oh, die kommt ja kaum hoch. Alter. Hier ist das echt die Erschütterung der Macht, wenn die hoch. Kurz vor Mausetod. Jetzt tut mir aber ein bisschen leid, muss ich sagen. Dann die krass. Ganz langsam anschubsen, warte mal. Tod. Ja. Oh, nur den Knöchel verstaut. Wo ist mein Motorrad? Ey, da ist Motorrad. Boah, die läuft weg. Alter, die rennt weg. Warte. Die kann rennen. Warte. Ich ditch die kurz an. Nicht mehr ins Wasser. So, da ist sie wieder. Oh, fahr drüber. Ja, mein Helm. Aber nicht töten. Nicht töten. Die ist lieb. Warte. Die krieg ich. Ditch. Oh, bin ich? Tobi! Oh, Entschuldigung. Warum ist das Spielzeug nicht kaputt, Tobi? Lebt die noch? Lebt bestimmt noch. Warte, lebt die noch? Ich glaube, die lebt noch. Warte, ich glaube, die lebt noch. Warte mal. Jetzt? Komm, geh mal kurz, Benni, geh mal kurz weg. Hey, oh, Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich wollte auch gerade testen. Wenn du von würdest, ja, wär's oh nein, Entschuldigung. Was, du musst sehr laut reden. Ich würde als erstes sagen, hey, stehst du auch auf Hüte? Ich glaube, sie lebt. Ah, hüte dich vor dir. Ich guck mal, haben wir doch schon mal ein gemeinsames Thema. Steigen wir mal meine Eulen ein hier. Also nach dem Motto, hey Baby, stehst du auch auf Hüte? Was machen wir denn jetzt? Also ich habe sie angerannt, das gehört nicht dazu, aber sie bleibt stehen. Kurz. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt so ein schönes Rennen gemacht. Wenn jemand umrempelt, der bleibt kurz stehen. Jetzt hey. Genau, jetzt würde ich einen Hund machen. Alter, Benni! Komplett mitgeschliffen. Melone oder Zylinder? Und nochmal umgefallen. Ja, ey, noch Wetter, ne? Was ist denn der Benni? Ja. Ich Sommer weiß gar nicht. Ich hab ihn gefunden. Eher Melone. Ich hab ihn gefunden. Oh, oh mein und jetzt Gott. Setzen wir uns hier zu ihm. Ja? Nee, da tauschen wir aber nicht den Hut. Nee, da machen wir es mal jetzt. Du weißt, jetzt sagt, wenn ich einfach so. Guck mal, jetzt macht er Singleplayer und ist doch nicht alleine. Ich ja, ne? Ach, deswegen ist der Timo dabei. Ah, oh, ja. So. Da macht der Walle heute mal ein LPT. Wo fahren wir eigentlich hin? Oh. Was machen wir überhaupt? Ja, wir machen eh wieder nur Scheiße. Deswegen habe ich gerade eben gesagt, dann mache ich auch nur Scheiße. Hä, wieso? Ja, wir wollten das Scheiße machen. Die Leute nehmen uns auseinander. Ja, wir warten doch, dass wir reinkommen. Ja, ich bin, wenn mich wer einlädt, bin ich dabei. Ach, ja, du bist schon drin? Nee, wurde nicht eingeladen. Ach, dann musst du doch online so. Gehen, oder nicht? Bin ich. Schon lange. Alter. Ich habe da einfach meine Granate fallen lassen. Krass. Ja. Warum? Ich habe einen Donut. Sieht bestimmt lustig aus. Weil du es kannst. Yeah. Dann starten wir die Challenge hier. Oh, cool. Ey, ganz kurz, welche Challenge überhaupt? Ich bin immer noch nicht eingeladen worden. Nein, ein Rennen. Immer noch nicht? Ey, du bist ein Rennen? Nein, ich glaube, der Walle meint, dass wir in der Lobby sind, aber wir sind doch hier in dem Spiel. Wir sind gar nicht in der Lobby, wir sind einfach nur auf dem Server. Ja, ach so, ja, das hör ich auch schon lange. Ja. Ich dachte, ihr werdet schon irgendeine Karte gestartet. Nein. Tobi! Juhu! Alter, geil. Aber wir sollten. Oh, das hast du super geparkt. Oh, das hat aber nicht gesessen. Mach ich nochmal den hier. Guck mal, den auch nochmal. Mal gucken, was die dann sagen. Oh, wie schön das hier ist. Das ist mein Lieblingsort hier. Oh. Oh, das finde ich aber schön, dass du uns hierher gefahren hast. Du kleiner Romantiker, Tobi, das wusste ich ja nicht. Tobi hat auch ein Herz. Oh man, steig mal aus. Nicht. Ups. Alter? Was? Steig mal aus. Was ist denn da los? Denn da? Alter. Soll ich aussteigen, Tobi? Ist es das, was du willst? Soll ich aussteigen? Das sieht aus wie bei dir zu Hause. Das möchtest du? Was? Na gut. Leg mich jetzt hier. Ich komm da nie drauf. Ich finde mich hier nie, Alter. Ups. Was hast du da? Nichts. Was? Nichts, ich nichts. Was hast du da? Nichts. Nein! Oh, die schießen auf mich. Boah. Oh, hier ist aber schön. Mist. Was? Wo bist du? Tobi? Na, da soll niemand kommen. Nein! Den Rennen bin ich sehr gut verteidigt, oder? Willst du mal? Komm ich denn da hin? Nee. Boah, Alter, geil! Boah, wie geil das aussah. Nee, du bist ja jetzt so super gefahren in der Folge schon, ne? Entschuldigung. Alter, 10.000 muss ich dafür zahlen. Das war's mir wert. Boah. Sieht verdammt lustig aus, was die da machen, meinst du? Wenn einer absäuft, lässt du den auch immer hängen und tötest ihn, ne? Oh, war sehr effizient. Boah, schön hier, ne? Das war Selbstmord. Ja. Was macht denn, wer fährt denn da Motorroller im Wasser? Deine Oma. Oh Gott, da hab ich auch dran gedacht. Dann dachte ich, der wäre mir zu schlecht. Meine Tobi, Oma Benni. Entschuldigung. Dennis schmeißt schon die Haftbomben. Alles gelernt. So, ich komm mal zu euch und dann fahr ich euch einfach. Willst du mal sehen, was man damit so machen kann? Guck mal hier, so.
Wenn ich euch mal finde. Au! So? Oh, schön, Tobi. Hast du die Granate geschmissen oder was? Ja, ich hab die neben dich gelegt. Nice, oder? Nice. Oh, die Bullen, oh, die Bullen, oh, die Bullen, oh, die Bullen. Benni, warst du kurz? Benni, ja? Benni, darf ich kurz? Okay, oh, fahr schnell. So jetzt, fahr schnell, los! Und dann lass mich doch mal in Ruhe, es sah grad so geil aus. Oh nein! Boah. Ja, Junge. Ja. Aber hier, der ist auch nicht schlecht. Warte. Wie kommst du noch? Haben wir schon hier? Oh, oh, Peter? Oh, Peter, warum? War mal ein Zufall. Ah, da kommt er ja. Tobi! Oh. Hey, cooles aber Fahrrad, zwei, ist das neu? Ist ja okay. Hammer! Oh, jetzt haben wir ein paar Pops am Start. Nein! Fuck, hätte ich eine Granate gebraucht. Oh. Ist den wenigstens noch mitgerissen. Tobi! Wow. Alter, was war das denn gerade? War das der Peter? Nein, nein, nein. Das war der Peter? Nein. Ja. Oh, wir haben noch was zu trinken im Kühlschrank. Muss ich mal rübergehen dann. Echt, dann komm ich vorbei. Hier, dein Fahrrad. Ja. Aua. Oh, Alter. Aus der Leitung. Alter, was war das denn bitte? Peter. Der Peter hat Tobi erschossen? Sag mal, der Peter, der kümmert sich doch um Tiere, ne? Oh Gott. Nee, der Peter. Können wir den erklären? Den hab ich nicht verstanden. Ne? Der Peter wohnt im Wohnwagen und hat so eine Kuckucksuhr. Alter, guck dir das an! Peter, warum? Du standst ja nicht. Fahrradfahrer. Die hat mich überfahren. Das reicht. Oh, das reicht jetzt aber mit dem Peter. Wieso hab ich einen Stern? Peter fährt jetzt keinen Meter mehr. Wieso hab ich einen Stern? Oh, verpiss dich, du Scheißbulle! Ich bin gute Führung. Hier ab. Wisst ihr was? Das wird nichts mehr heute in der Folge. Deswegen sage ich jetzt Tschüss. Oh. Wie Tschüss? Ja, Tschüss. Oh. Tschüss, ihr Wichser. Reicht mir wieder. Warum redest du denn so mit uns? Ach, weil ich euch doch lieb hab. Oh nein! Sag mal, Dennis! Yeah. Kannst das Fahrrad gerne nehmen, wenn du möchtest. Okay, danke schön. Heil jetzt nicht mehr aus! So, ich versteck mich jetzt vor den Bullen im Scheißhaus. Nee. So wie der Gong eben der Halbzeitpause, weil das mit dem Server nicht funktioniert. Ich raste doch nicht aus. Nö. So wie der Gronk, als der von Ameisen 23 vergewaltigt wurde. Das hab ich sogar irgendwie mitbekommen. Das war geil, ne? Was? Das war auch bei GTA, oder? Ja, Ameisen 23. Das sind Sachen, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, der verdrängt emotional. Da kann ich mich... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Glaub mir, der verdrängt viel emotional. Muss ich ja auch, so wie du mich immer behandelst. Oh. Ich bin ein emotionales Wrack. Genau, weil ich immer so gemein zu dir bin, auch privat. Ja, natürlich. Das weiß man ja. Sogar. Warum halten die mich denn alle ein? Hm? Wasser sieht nice aus. Ja, sieht ein Hammer aus, ne? Hier der Kanal, finde ich auch. Der Kanal? Bist du gerade auf dem Gronkh-Kanal oder was? Ja, das ist ganz nett. Würde ja nie was anderes über den Kanal sagen. Das stimmt. Peter? Du warst im Weg. Ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung, wenn wir die Folge doch noch. Ich muss also das Kanal, muss ich mal, der empfehlt nur eindeutig ein Hintergrundbild, ey. Das sieht so lame aus, weißt du? Der Gronkh hat keine Photoshop-Skills einfach. Ja, daran liegt es. Es liegt nicht daran, dass ich protestiere gegen das neue Design. Ach, wie jetzt noch? Das? Alter, du bist voll oldschool. Ja, natürlich. Ich bin Retro. Und in zwei Monaten wieder der Nächste. Du hältst immer noch an dem 2010er-Design fest, ne? Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht hier. Wieso kriege ich den Peter nicht? Wobei, das 2010er-Design vermisse ich auch manchmal. Das sah halt echt, aus. Das muss man schon sagen. Entschuldige! Tobi, welches YouTube-Design findet ihr denn am besten? Falls ihr schon länger bei YouTube sagt. Sagt doch mal Bescheid, schreibt doch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ob es da überhaupt noch einen Schnitt gibt, aber mittlerweile haben sich vielleicht auch alle an dieses Design gewöhnt. Also ich habe mich schon sehr dran gewöhnt, ehrlich gesagt. Tobi, warum lachst du eigentlich so? Nichts. Ich glaube, ich weiß. Ich bin gestorben. Warum? Ach, komm, ey, lass uns mal wieder einen Job machen in der nächsten Episode. Alles klar. Ja, würden wir gerne machen, wenn wir tatsächlich zusammen einen Job machen könnten und nicht immer geschmissen werden würden. Ja, das ist echt bitter. Ja, das ist eine bittere Pille. Alter, Debitor, wir machen gerade Abmoderation. Nimmst du die Pille? Ja, damit mir sowas wie Debitor nicht nochmal passiert, weißt du? Seine Mutter. Ach ja. Wo ist der denn neben jetzt? Da hat er sich wieder eine Polizeikarre geschnappt. Nee, ich hab gar nichts gemacht. Wer ist denn dein Debitors Vater oder seine Mutter? Beides. Ja, wenn er die Pille nimmt, ist ja klar. Meinst du wegen Arschgeburt oder was? Was machst du denn hier für miese Witze über den Peter? Der Gronkh halt aus. Das würde ich ja nicht machen. Das würde ich ja nicht machen.
Sein Tourette-Syndrom, entschuldige bitte. Was? Er unterdrückt das immer, man weiß das nicht, aber Privatleute, die ihn näher kennen, wissen, er hat Tourette. Oh, gibt's eigentlich ja auch ein Tourette-Syndrom so? Super nett, ne? Oder Tourette-Syndrom? Oder zwischendurch immer guten Tag, wo du immer so tust, als wärst du nett, oder was meinst du? Tourette-Syndrom. Nein, nett. Peter, was los? Wow. Wieso legst du dich hin? Warst du müde? Mal, das ist Erfi, das kennt der Timo ja noch gar nicht, weil der hat nur ein paar Folgen GTA geguckt, der tut sich sowas Waffe, nicht an. Ich würde gerne mal an dir testen. Das kenn ich echt noch nicht. Das ist total lieb. Und die ist rot. Die ist rot? Das ist das Schöne an GTA. Hast du ein Tampon oder was? Die würdest du denn echt nicht machen? Oh, Hilfe! Was ach, denn? Kinder, ich jetzt lass mal hier, du, das wird ja ekelhaft jetzt wieder, ey. Ja, einfach wieder. Lass uns aufhören, okay? Okay. Lass uns aufhören, Tobi, bitte. Oh nein, Tobi. Ach, schade. Lass uns einfach gehen. Bitte nicht, Tobi. Lass oh, Motorrad gegen Helikopter oder was, Heidi? Lass uns gehen. Komm her, du kriegst mich eh nicht. Ja, das ist Hollywood jetzt hier, ne? Ja, das ist Hollywood-Style. Boah, und er ist tot. Heidi draußen einfach so blöd. Ja, das war der Action-Blockbuster. Der hat leider nicht so viel Budget dafür. Boah, geiles Bild. Okay, in der nächsten Folge wieder ein Drop. Oh, du bist gerade ganz leise bei mir, Debbie. Echt? Ja, bei mir auch plötzlich. Warum? Weiß ich nicht. Schüchtern. Was hast du gemacht? Voll laut bei mir. Mist, hier oh, geiles Kopf, Bild, ne? Yeah. Wow. Okay, liebe Freunde, bis dahin. Tschö. Achso, ja, ne, tschö. Tschö. Ey, komm, mach noch mit dem Song kurz zum Abschied. Komm. Komm, ja, genau, noch einmal. Ja. Ja! Wir haben alle wieder Spaß miteinander hier, wenn ihr noch ohne Lernen geht! Willkommen bei Video Online! Brack! Was denn? Ja, das war doch. Das waren die Tagesthemen um 22 Uhr. Der Timbo, wie ging der eigentlich ab in der Folge? Wird er einfach mal Erster beim ersten Rennen? Er ist Number One Style. Alter. Kein Problem. Was denn? Was ist denn los? Hast du gerne gemacht, ne? Ich wollte dich gerade holen. Ach so, oh. Ja, da hast du dich aber hingelegt. Entschuldigung, im Endscreen, wir reden immer im Endscreen, dann spielen wir trotzdem noch weiter und ballern uns über den Haufen. Ey, das ist so eine Nullmarktion, wir können einfach gar nicht. Tschüss. Nee, ist vorbei. Vorbei mit uns. Ciao. Ciao.